Manche nennen ihn auch den Sauerländer Sammet. Wir sind hier mit Sepp von Orden Ogan. Servus. Hallo. Gefällt dir die Bezeichnung? Ich könnte eigentlich das Interview direkt abbrechen, oder macht's gut. Das war das wohl kürzeste Interview in der Geschichte von EMP Rock Invasion. Und der Sepp war total sauer. Länder. Zum Glück haben wir einen zweiten Anlauf gewagt und der hat auch geklappt. Also ich versuche eigentlich mit ein bisschen weniger Vibrato zu singen, wenn du darauf anspielst. Ja, aber... Aber er ist nett. Tobi ist ein Netten. Tobi ist ein Netten. Arbeitest du ähnlich wie Tobi? Ja, ich bin ähnlich nervig wahrscheinlich, was Business-Kontakte angeht. Aber von nichts kommt auch nichts, ne? Muss halt. Also empfindest du das nicht als Lob? Doch, ich empfinde das als Lob. Ne? Ich empfinde das als Lob. Aber ich, wenn das hier so öffentlich breitgetreten wird, hinterher kommen alle an und sagen, Tobi, Tobi. Apropos dann öffentlich breitgetreten, ihr wurdet ja von der Presse auch gerne und oft als öffentlich breitgetreten, als die legitimen Blind Guardian-Nachfolger gelobhudelt. Was geht da in einem vor? Zum einen ist es natürlich ein super Kompliment. Ja? Zum anderen müssen Journalisten natürlich Bands mit anderen Bands vergleichen, die halt neuer sind. Also neuere Bands mit anderen Bands vergleichen, damit die Leute halt ungefähr wissen, wo sie dran sind. Ich sehe uns eigentlich nicht als Blind Guardian-Nachfolger. Erstens finde ich, dass wir eigentlich musikalisch da eigentlich bis auf die Chöre halt relativ weit von weg sind sogar noch. Zum anderen amtiert die Band ja immer noch und ist halt irgendwie immer noch eine großartige, ne, Melodic Power, was auch immer, Fantasy-Metal-Band und so weiter. Und da möchte ich mich gar nicht irgendwie in die Reihe stellen zu sagen, wie, ey, wenn ihr weg seid, sind wir dran oder wie auch immer. Jetzt habt ihr von To The End eine limitierte Schatzkiste. Da war drin ein Fanschal, ja, und eine Schneekugel. Eine Schneekugel? Wer hatte denn die Idee, eine Schneekugel da reinzupacken? Das Album ist ja im Prinzip ein Konzeptalbum über die Zeit nach dem Ende der Welt. Also es gibt halt so die letzten Überlebenden, ja, in so einer Eiswelt im Prinzip, ne? Also so eine neue Eiszeit im Prinzip. Sag mal, die Orden-Ogan-Fans sind dann halt gewappnet. Ne? Mit dem Schal, da überlebt man schon mal so eine Eiszeit. Und der Schneekugel. Und der Schneekugel. Wenn mal was ist, ja, ich habe eine Schneekugel. Und ihr habt ein Video gedreht zu Masks. Das war ja, glaube ich, der Titelsong eines Andreas Marschall-Films. Mhm. Als ich mit Andreas angefangen habe, ich habe ja die Filmmusik gemacht, wie gesagt, für diesen Masks-Film, der auch natürlich eine deutliche Anspielung sein soll, oder eine Huldigung für Suspiria. Ich hätte gerne einen Soundtrack gemacht, der sehr modern ist, orchestral, mit vielen Sound-Collagen und so weiter. Und Andreas wollte halt die ganze Zeit dieses Tribute an diese Giallo-Sachen halt weiter herausarbeiten. Sprich auch musikalisch, also Vorlage war so 70s. Goblin eigentlich. Ja, ne? Genau, Goblin, ja, eigentlich. Ne? Und ich hasse die 70er. Also ich wirklich, ich hasse... Aber Goblin, man hasst doch nicht Goblin. Also... Das funktioniert in Suspiria super, aber ich würde sowas... Dawn of the Dead funktioniert ja auch. Ja, aber ich würde es niemals auflegen, so, ne, selber. Nee, das ist ja gut, das ist jetzt nichts, wo du durch die Küche tanzt. Und wenn ich eine Hammond-Orgel höre, dann wird mir schlecht. Hat sich hinterher auch in der Arbeitsweise niedergeschlagen, ne? Also weil ich habe bestimmt 8 oder 9 Vorschläge gemacht fürs Titelthema. Und es war immer, ja, ist super, aber greift die Zeit noch nicht. Dann habe ich irgendwann gesagt, weißt du was, ich hole jetzt eine Bandmaschine raus, eine alte Akustikgitarre und einen uralten Schrottbass, ja, und Röhrenmikrofone und damit nehme ich das auf und zack, das war's. Werde ich ja oft bezeichnet als ehemalige Folk-Metaller. Ja. Ne, bevor das jetzt so Richtung Power-Metal ging. Eigentlich ist ja so dieses ganze Setting Summer Breeze und Dinkelsbühl absolut ideal für euch. Mhm. Wieso hat das so lange gedauert, bis ihr hier gespielt habt? Du weißt, warum ich hier raus bin. Dieser Sauerländer nervt Tobi, ja. Das gab's halt früher schon. Und ich habe vor sehr, sehr vielen Jahren, als wir angefangen haben, Musik zu machen, als das Summer Breeze auch noch ganz klein war, habe ich dem Achim schon mal eine Mail geschrieben, ob wir nicht hier spielen könnten. Dann haben wir eine Demokassette an den Achim geschickt. Und er hat sich auch tatsächlich gemeldet und meinte irgendwie, ey, ja, ich habe das gehört, aber naja, wie das halt so ist mit 17 oder so. Ich denke, irgendwie passt halt nicht auf Summer Breeze. Und dann wollte ich ihm irgendwas antworten, habe geschrieben, warum, und bin versehentlich auf Absenden gekommen. Also kriegt er eine Mail, wo drin steht, warum. Und er hat halt tatsächlich darauf geantwortet. Und dann dachte ich, ja gut, okay, wenn er so ein lustiger Vogel ist, dann spiele ich das Spiel mal mit. Und da sind sehr, sehr viele sehr, sehr lustige Mails hin und her gegangen. Aber ich glaube, irgendwann ist ihm das so auf die Nerven gegangen, dass er uns einfach nicht mehr ausstehen konnte. Achim, kommst du mal? Es gibt Momente, da fühle auch ich mich ein bisschen wie Vera Intveen. Nach all den Jahren, die finale große Verbrüderung zwischen Achim Ostertag vom Summer Breeze und Sepp von Orden Ogan. Habt ihr euch jetzt lieb? Ja, würde ich sagen, doch.
Ich hatte ihn immer schon lieb, das kannst du nachlesen aus ganz alten Mails. Nachdem ich persönlich aufgehört hatte, dich zu nerven, hat meine Mutter mal irgendwann so eine kurze Phase gehabt, wo sie gesagt hat, naja komm, ich kümmere mich mal ein bisschen ums Booking, als wir noch auch ganz kleine Band waren. Und dann kriegte sie irgendwann eine Antwort-Mail von dir, Schriftgröße 140, Fettbuchstaben, musstest pro Buchstaben scrollen. Ich habe an der Band kein Interesse. Das war auch gerade mein Praktikant oder so. Also. Und meine Mutter nur, Sepp, kommst du mal schnell? Was habe ich falsch gemacht? Ja, nichts, alles cool. Ja, aber ist doch schön, dass jetzt alles doch sich zum Guten gewendet hat, oder? Ja, doch, freut mich auch. Ich habe mir das zwar damals geschworen, aber habe mich dann auch gewundert, als nach, glaube gefühlten 10 Jahren oder so, mein guter Freund Jochen Riecher die Band dann unter Vertrag genommen hat, nachdem sie in der Versenkung verschwunden war. Aber ich muss ja echt sagen, die machen das wirklich gut. Danke, und danke. Mittlerweile bin ich, glaube ich, auch ein bisschen ruhiger geworden. Und er nicht mehr ganz so nervig wahrscheinlich. Ja. Und dann. Wenn euch dieser himmelschreiende Unsinn gefallen hat und ihr mehr davon sehen wollt, dann klickt doch einfach auf den Abo-Button, denn jeden Dienstag und Freitag kommen neue Videos. Wir wüssten gerne von euch, was haltet ihr von Sepps Spitznamen Sauerländer Summit? Wenn ihr Shirts, CDs oder LPs von Orden Ogan haben wollt, die gibt's natürlich bei EMP. Klickt einfach auf den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, sagen Jan und Markus.